herzlich willkommen zu einer neuen Xbox Live Session hier auf Xbox Dach. Morgen erscheint Forza Horizon 4 am 2. Oktober, die normale Edition. Alle, die schon ab dem 28. zocken konnten, die haben natürlich schon reichlich Gas gegeben auf den Straßen und in der schönen Landschaft von Großbritannien. Aber ich zocke heute nicht allein, neben mir sitzt Mike Singer. Willkommen! Yeah, was geht ab? Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, mega, dass du da bist. Schöner kann man einen Start sozusagen nicht feiern. Und cool, dass du auch vorbeigekommen bist, denn du bist ja eigentlich, glaube ich, ab heute dann auch auf Tour, ne? Genau, ab heute geht's auf Tour. Wir starten hier in Mannheim und ich freue mich sehr. Jetzt erstmal 5 Wochen auf Tour und Forza Horizon haben wir auf jeden Fall auch am Start dabei. Das heißt, du kannst jetzt erstmal richtig schön entspannen noch, bevor es richtig stressig wird. Ja, genau. Und nicht wundern also gerade, wir sind live, ne? Aber wir haben das halt jetzt sozusagen vorher aufgenommen, weil wir jetzt gerade hier auch in Mannheim sind und deswegen uns die Zeit genommen, dass wir zusammen noch ein bisschen zocken können. Voll. Dann würde ich sagen, ja, wir starten einfach mal rein. Also für alle, die das Spiel noch nicht kennen, Forza Horizon 4 ist sozusagen der arcadige kleine Bruder oder Schwester von Forza Motorsport. Wir haben hier eine große Welt von Großbritannien, die nachgebaut worden ist von den Entwicklern von Playground Games, Dankeschön, und Turn 10 Studios und über 450 Autos, die man da drin bestaunen, erspielen kann und auch fahren kann. Und ich glaube, du hattest eh gerade noch eins auch im Blick schon und das werden wir dann gleich mal kaufen. Wir sind jetzt drin in der, sag ich mal, in der Sequenz, bei dem wir das Tutorial schon gespielt haben. Also normalerweise kommst du rein und dann wird so ein bisschen gezeigt, was du machen musst und da sind wir jetzt schon ein bisschen drüber hinaus. Und können dann ein paar Rennen euch schon mal ein bisschen zur Show stellen, beziehungsweise euch zeigen. So, ich zeige jetzt einfach mal, wir sind jetzt nämlich hier gerade am Festivalgelände. Das Auto hattest du dir auch gleich gekauft als erstes, genau, gell? Das ist so geil, ich finde das einfach mega schön. Deswegen so, und hier... Bisschen Bumblebee. Bisschen Bumblebee. Genau, aber wir haben dann nämlich über die Farben geredet. Also hier seht ihr praktisch alles, was ihr in dem Auto machen könnt. Also einmal könnt ihr Autos kaufen, ihr könnt sie selber tunen. Was Neues ist diese Charaktereinstellung. Hier haben die Kollegen dich auch gleich und siehst du. Ja, so viel Bart habe ich leider noch nicht. Nee, das sind auch die einzigen, also du kannst halt hier die voreingestellten Charaktere auswählen. Okay. Ich habe zum Beispiel den hier. Ich hatte früher auch mal pinke Haare. Der passt aber richtig gut zu mir. Und die Frisur auch so, ne? Mega. So kurz. Ja, deswegen habe ich mir auch die Haare schneiden lassen, nur wegen diesem Charakter. und dann was Neues halt, und du kannst halt hier Klamotten erspielen. Also wenn du halt Rennen fährst, dann kriegst du halt teilweise auch witzige Kostüme und sowas und dann kannst du halt dementsprechend deine Figur anpassen. So je nachdem, was dein Style ist, bis hin von zu Brillen und irgendwelchen witzigen Schnauzern. Nice. Das sind halt witzige Details, so weißt du. Cool. Und was es auch gibt, wenn du Rennen fährst und gewinnst, dann wird dein Charakter halt vorne gezeigt und dann kannst du sagen, okay, welchen Move soll er machen, weißt du, während er neben dem Auto steht. Und würdevolles Winken zum Beispiel, weiß ich nicht, oder hier Muskeltrotz. Das sind halt alles neue Geschichten bei Forza. So, aber warte wieder zurück. Das Wichtigste ist natürlich das Auto. Da bin ich echt gespannt, was es für Autos gibt. Haben wir jetzt schon ein paar? Genau, deine Autos haben wir jetzt hier. Du hattest dir den Coupé ausgesucht und du wolltest aber noch ein anderes, gell? Das kannst du ja eigentlich gleich kaufen, wenn du magst. Cool. Genau. Also das ist ja so, wenn man ein Rennen gewinnt, kriegt man Geld. Und mit dem Geld kann man dann das Auto kaufen, oder? Genau, du kriegst einmal Credits für gewonnene Rennen, aber auch wenn du in der Welt selber irgendwie coole Stunts fährst, neue Straßen entdeckst, dann kriegst du halt auch Credits. Es gibt so ein... Wo sind denn die Autos? Achso, das ist deine Garage, glaube ich. Sorry, du musst natürlich einmal kurz hier raus. Hier ist übrigens das Auktionshaus, wo du Autos, wenn du die findest, verkaufen kannst. Dann kannst du auch noch mal hier alle Anzeigen und dann kannst du da durchsuchen, stöbern und dir dein Auto holen. Ey, das sind so viele geile Autos, da kann man sich eigentlich gar nicht entscheiden. Das Krasse ist, dass halt jede Woche nochmal zwei hinzukommen, okay. Haben die Entwickler angekündigt. Also das wird dann, das hört halt dann auch nicht auf, ne? Also bei 450 hört es halt sozusagen noch nicht auf. Bugatti ist auch krass, aber können wir uns noch nicht leisten. Nee, das ist zwei Kumpel. Wie lange habe ich jetzt gespielt? Ich habe 8 Stunden, habe ich vorhin gesagt, habe ich gespielt und ich habe 1,2 Millionen Credits. Aber auch nur, weil ich die Ultimate Edition habe, da kriegst du doppelt an Kohle, wenn du Glück hast. Also ich zeig dir nachher mal, es gibt so einen Wheelspin, da drehst du dann und dann kriegst du entweder neue Autos, Kleidung oder halt noch extra Credits. Und was ist dein bestes Auto? Lamborghini. Ich wollte eigentlich den McLaren Senna mir holen. Mhm. Ist auch das Cover Car von Forza Horizon 4. Mhm.
Aber mein Favorite ist, das ist ein anderes, das ist so eine Art Geländewagen, das ist aus dem Spiel Halo, das haben die hier integriert, das nennt sich Warthog. Okay. Und damit konntest du schon Forza Horizon 3 richtig geil fahren. Der ist aber auch arschteuer. Man muss sich da echt überlegen, wo man sein Geld ausgibt. Ich glaube, genau, den Centenario hatte ich, glaube ich. Den hier? Nee, der ist der weiter drüber und nach links. Nach links einmal. Boah, der ist ja richtig krank. Ja. Okay, wir können uns den leisten. Wir sind doch voll arm, ey. Wir holen einfach 500.000. Ja, das geht schon. Der ist cool. Der ist auch gut. Hier Lago. Der ist auch gut. Hier Lago. Der ist auch nicht schlecht. So, und wenn du den jetzt hast, was jetzt kommt, sind Designs der Community. Okay. Du kannst ja in Forza Horizon auch, hier hast du, kannst du gleich Polizei spielen. Ein auf Polizei. Kannst du, da Halo 5, ja, endgut. Und das sind die einzelnen Spielerbilder, die halt, die ja diese Designs erstellt haben. Du kannst halt bis zu irgendwie 3000 Schichten an Figuren, Kreise, Dreiecke und so weiter übereinander legen und dann dadurch halt Wörter zusammenschreiben oder auch Gesichter erstellen. Aber das ist eine richtig krasse Community, die bauen da richtig geilen Kram und die versteigern das dann übrigens auch teilweise im Auktionshaus, damit sie dann für ihre Arbeit auch entsprechend entlohnt werden und sich dann halt auch, ne, den Centenario kaufen können. Also man kann sich einfach geile Designs machen und die dann auch verkaufen. Ja, ja. Okay, das sieht irgendwie doch komisch aus. Ja. Kannst aber auch selber deine eigene Farbe aussuchen. Es gibt so, schau ihn dir an. Kann man nicht mehr für der sieht eigentlich ganz cool aus. Der sieht nice aus. Ja, warum nicht? Ist das matt-schwarz? Schon, oder? Ich glaub schon, ne? Ja. Gucken wir mal an. Schön clean und so. Ja, genau. Ja, ist cool. Okay, lass den nehmen. Okay. 500.000. Ausgegeben, einfach so einfach wie nichts. So. Ist wie im echten Leben, weißt du? Oh Mann, ey. Und Gas gibt man hier auf RT, ne? Genau, ja. Also das Coole ist halt, ist echt auch für jeden Einsteiger, was der vorher kein Rennspiel gespielt hat. In Forza brauchst du keine Angst haben, du kannst die Schwierigkeiten auch selber einstellen bei jedem Rennen. Okay. Je nachdem, ob du gewinnst, genau, kannst du jetzt auf B gehen einfach und dann zurück. Und dann können wir eigentlich auch schon mal reingehen in das Spiel. Das heißt, der Computer erkennt das selber, dass du, warte, ich mach mal die Musik, aber mal kurz aus hier. Ich glaube, die Musik kommt von da hinten. Ach so, von da hinten, ja, genau, stimmt. Muss mal aufpassen. Vom Festival. Ja. genau, hier siehst du jetzt die Karte. Du hast dich für die Horizon-Wintersaison qualifiziert. Die Bedingungen und der Wettkampf werden erbarmungslos. Sitzbezüge aus Wolle und Wärmflaschen sind optional. Okay, was sie jetzt gesagt hat, wenn du anfängst im Spiel, du startest, glaube ich, im Sommer oder im Frühling. Und dann kriegst du ja deine Punkte, das nennt sich so Influence-Punkte oder Einflusspunkte. Und je höher du kommst, desto mehr Rennen schaltest du auch frei. Okay. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass das unterschiedliche Jahreszeiten hat. Also Sommer, Winter, Herbst, Frühling und dann ändert sich die komplette Landschaft. Und jetzt hast du freigeschaltet, dass du in den Winter kommen kannst. Und dann musst du halt dahin und sagen, okay, ich habe Bock. Und dann können wir in den Winter fahren. Und wenn ich keinen Bock auf den Winter habe? Dann wartest du einfach noch. Okay. Also, du kannst hier noch weiter Aufgaben erledigen, aber die sagt das halt jetzt so, hey, komm zu mir und lass den Winter fahren, deswegen nicht wundern. Ich muss das jetzt einfach mal hier akzeptieren. So, und jetzt gehen wir wieder rein. So, und ich würde vorschlagen, wir machen hier als erstes so ein Stunt-Event. Da bist du dann speziell im Auto. Ich habe das jetzt markiert, mal kannst du mal hinfahren, wenn du Bock hast. So. Das ist laut. Das Festival? Achso, der Motor, laut. Ja. Das ist richtig, richtig krass. Die nehmen halt alles auf, ne? Auch den Motorensound und so weiter. Das, die Studios gehen dahin zu den, mit dem echten Wagen, wie das Fahrgefühl ist. Das ist halt von Forza Motorsport, halt von der Simulation her, sehr detailgetreu. Okay. So Nacht-Tag-Wechsel hast du auch. Deswegen. Wir sind natürlich in Großbritannien, deswegen müssen wir links fahren. Ja. Und nicht rechts in Deutschland. Ich fahre aber auch immer gegen die ganzen Autos, deswegen. Das ist nicht schlimm, ne? Nee, hier geht auch. Also Schadensmodell ist nur optisch. Also du verlierst keine Power oder so, wenn du gegen andere Autos crasht. Also kannst du schnell. Das ist schon echt mega schnell. Ja, 180, 90. Geil. Mal schauen, was 250. Ja, oh Gott. Wow. Und dafür kriegst du halt auch, Punkte, wenn du ganz nah an diesen Autos vorbeifährst. Hier musst du rechts genau. Da kriegst du zusätzlich diese Punkte, wo du weiter Credits kriegst. Mhm. Oder zum Beispiel
dann eben selber diese Einflusspunkte, bei denen du halt die unterschiedlichen Rennen freischalten kannst. Kann ich auch mal irgendwie von drinnen fahren? Geht das? Du kannst deine Cockpit-Ansicht umstellen. Ich glaube, das müsste. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Nee, das ist die Karte. Das ist immer. Ach, hier. R1. Ah, da, genau. RB. RB, genau. RB. Das kannst du ändern. So, jetzt musst du hier links kurz abbiegen. Boah, das ich finde, das Fahrgefühl ist geil, wenn du am PC sitzt und so einen fetten Monitor hast. Mhm. Wenn du dann Cockpit-Ansicht hast, dann macht das richtig Spaß. Das ist geil. Ja, ja. Sonst mache ich normalerweise auch mal. Jetzt kannst du X drücken und dann würde die Story sozusagen losgehen. Solo, genau. Kannst du. Mhm. A, weiter. Ja, passt. Du hast halt im Spiel so unterschiedliche Rennen, aber auch teilweise so kleine Geschichten. So. Hast du Bock auf mehr Action? Da wette ich drauf. Okay, wir haben ein paar Straßen entlang der Küste absperren lassen. Fahr mit deiner Karre dahin. Das Tankfahrzeug bekommst du später, wenn du siehst, verstehst du. Was hat man eigentlich für einen Start? Ich glaube, den suchst du dir selber aus. Du hast drei unterschiedliche, die du dir aussuchen kannst. Mhm. Ich habe mir, glaube ich, ein Subaru oder sowas geholt. Okay. Und dann fängst du halt an. Und hier, das sind halt so Geschichten, das sind so kleine Geschichten innerhalb des Spiels. Also du bist halt jetzt Stuntfahrer für so eine Filmcrew. Und die sagen dir dann so, hey, wir haben hier ein Auto und wollen schöne Shots davon machen. Oder du musst jetzt irgendwie driften oder sonst was und wir nehmen das auf. Und wenn du das dann erledigst, bekommst du halt eben auch Punkte. Und jetzt fährst du halt dahin. Ja, aber du bekommst Driftpunkte, schau. Boah, krass. Ultimativer Drift 1000. Das heißt, egal was du baust, egal in welche Richtung du fährst, du kriegst einfach immer Punkte. Ja, deswegen. Was kann ich mit den Punkten anfangen? Kannst nichts falsch machen. Da füllt sich so eine Leiste gerade, wenn die voll ist, dann kannst du für das Auto unterschiedliche Perks freischalten. Also zum Beispiel, dass du Doppelpunkte bekommst, was Credits betrifft und so weiter. Jedes einzelne Auto kann dann dadurch halt selber nochmal irgendwie dir helfen, das Spiel schneller voranzukommen. Okay. Es gibt, glaube ich, 1 Million Sachen, die du davon freischalten kannst. Ich muss echt sagen, Qualität ist unfassbar, ne, im Spiel. Den Himmel, den du siehst, ist auch der echte Himmel aus UK. Das Team ist da, hat in Großbritannien, haben sie zu jeder Jahres-, Tages-, Nachtzeit, haben sie halt den Himmel aufgenommen, um halt die echte Atmosphäre zum Beispiel im Sommer, Frühling, Herbst darzustellen. Das ist halt sozusagen der echte UK-Himmel. Das ist echt unglaublich. Also man merkt auch irgendwie, keine Ahnung, so die Autos sehen einfach so krass echt aus. Die Landschaft ist so nice. Da kennst du manchmal den Unterschied nicht, ne? Ja, so. Das ist echt. Warst du schon mal? Ich war bestimmt schon mal in UK, oder? Nee, noch gar nicht. Ich war noch nie in UK. Nein. Ich war bis jetzt eher öfter in Amerika. Ah, okay. Aber ich muss unbedingt mal nach London zum Shoppen oder so. Auf jeden Fall. Ja, London ist richtig, macht richtig Laune. Außer, dass du jetzt anstehen musst am Flughafen für Reisepasscheck. Ehrlich? Ah, das nervt. Ja, aber es ist trotzdem super, super schönes Land, super nette Menschen. Ja, ich kenne auch zwei. Die machen bei mir Vorgruppe. Die heißen Bass und Melody. Und die kommen auch aus England. Ich finde deren Akzent richtig witzig. Ja, es gibt ja so einen schottischen. Und so, das haben die im Spiel auch. Dann reden so die Radiomoderatoren oder das sind ja auch echte Radiomoderatoren. Oder so Typen, die dir sagen, was als nächstes ansteht, die haben dann diesen schottischen Akzent oder diesen UK-Akzent. Krass. Aber ich fahre gar nicht so schlecht, ne? Das ist gut, ja, machst du voll gut. Endgut. Kann man auch theoretisch mit so einem Lenkrad spielen? Ja, kannst du anschalten. Geil. Also kannst du fast alle Lenkräder, die es so gibt, also die Standarddinger, kannst du tatsächlich anschließen auch. Geil. Auch am PC direkt. Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, das Spiel im Turbos zu spielen. Ja, wenn es dir ein bisschen Entspannung gibt, dann freuen wir uns auch, dass das voll nach dem stressigen Tag. Also jetzt hier fahr schon mal ein bisschen langsamer, weil sonst bremst schon mal ab, genau. Weil sonst jetzt. Ja, ich sag dir, was zu tun ist und dann bist du dran. Ja, easy. Cool. So, mal schauen, was der dir jetzt gibt, was für ein Auto und was für eine Story. Ah, geil. Diesmal gibt es keine Jets oder Sprünge, nur eine wunderschöne, rasante Fahrt auf der Küstenstraße. Soll der gleiche Film sein. Keine Ahnung, ich habe das Drehbuch nicht gelesen. Und du fährst? Manchmal hat der Job eben auch seine Vorzüge, nicht wahr? Ja, geil. Ja, muss nichts machen, außer einfach fahren. Ach schau, du darfst nicht so viele Unfälle bauen. Da oben ist so ein Schadens. Ah, siehst du, und jetzt hast du. Drück mal Y. Länger. Genau. Das ist, wenn du sozusagen Scheiße baust. Das ist deine zweite Karte. Drück mal Y länger. Noch jetzt.
der führt dich sozusagen wieder zurück. Geht nicht. Achso, okay, weil du, ich glaube, du musst ganz am Anfang Y. Direkt sofort Y. Ja, ja. Warte, mach einfach mal A, passt schon. Und jetzt nochmal Y lange gedrückt halten. Der müsste Aufzeichnung. Eigentlich, also Aufzeichnung, wahrscheinlich, weil er noch nicht gestartet ist. Also normalerweise, der führt dich zurück dann an den Punkt, sodass du halt Fehler, die du gemacht hast, wieder gut machen kannst. Ah, also jetzt, okay, genau. Okay. Du kannst noch länger, du kannst, glaube ich, relativ bis zum Start oder so. Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich okay. Das Längste, was geht. Sollen wir nochmal neu starten? Wir können nochmal neu starten. Noch mal geht das? Ja, ja klar. Logo. Weil das hat sich voll schnell aufgefüllt schon, gell? Ja, direkt gegen ein Auto gefahren. Mach mal Pause. Oder ich mach mal Pause. Mhm. Genau. Dann machen wir hier Veranstaltung neu starten. Mhm. Ja. Cool. Genau. Und der filmt mich und ich soll einfach schön fahren sozusagen. Du sollst einfach nur schön fahren, die tollen Sonnenuntergang genießen. Genau. Deswegen. Und aufpassen, dass du halt so nirgendwo andockst. So. Okay. Ja. Das ist echt nicht normal, wie echt das aussieht. Ja, das ist krass, ne? Wenn du dir überlegst, so vor 10 Jahren oder also generell irgendwie, wie die Spiele da vorher aussahen und jetzt. Das ist schon echt Wahnsinn. So realistisch. Ja. Gerade auch was, ich glaube, das Wichtigste sind so Lichtverhältnisse, wie sich das jetzt so spiegelt, halt auch im Asphalt, die Sonne. Das macht voll viel aus. Das macht ends viel aus. Und dann aber auch Details wie jetzt die Blätter und die Sträucher, weil das sind ja alles einzelne kleine Polygone, die erstellt werden. Oder die nasse Straße. Ja. Eleganz möchte ich. Achso, dann soll ich langsam fahren. Ja, schau einfach nur, dass du auf der Linie bleibst. Ich glaube, du kriegst ja, wenn du zum Beispiel gegen andere Leute fährst, und wird ja meistens nicht immer nach Punkten, also dass du schneller und erster bist, sondern wie dein Fahrverhalten war. Also ob du jetzt zum Beispiel sauber gefahren bist, dann kriegst du darauf mehr Punkte, als wenn du jetzt tatsächlich gewinnst und als erster ins Ziel kommst. Zack! Okay. Ups. Ja. Jetzt hast du noch, einmal darfst du noch stoßen und ich glaube dann ist vorbei. Dann ist vorbei, ja. Hier 2,5 Kilometer hast du noch. Ja. Deswegen. Ziemlich schnell unterwegs. Wer fährt mich mit einer Drohne oder mit was? Du kannst so Beauty-Shots machen mit einer Drohne, ja. Mhm. Also In-Game-Screenshots, Bilder. So, yes. Sauber. Oh mein Gott. Nein. Ah, shit. Warte, noch hast du noch Kassel. Scheiß drauf. Mach weiter. Oh Gott, das fühlt sich. Oh mein Gott, oh nein. Nein. Sollen wir es nochmal machen? Oder ja, was? Ja. Mach's noch einmal und ansonsten, genau. Wir müssen eh, glaube ich, diesen Radiosender eh ausstellen, der da an war. Ich stell den mal kurz aus vor. Wie macht man das? Du kannst halt, es gibt halt unterschiedliche Radiosender. Ich nehme einen Schluck von meinem Tee. Ja. Und meine Stimme gut bleibt für die Tür. Da, Radio aus. So, jetzt kannst du fahren. Und ich will nur nicht in den Wagen crashen. So, here you go. Cool. Und denk dran, wenn du irgendwo reinbretterst, drück einfach Y. Und dann ist das nie passiert. Ist niemals passiert. Niemals passiert. Ja. Hast du eigentlich schon einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein, ja. Hast du auch schon ein Auto? Ich habe einen Wagen, aber ich bin fast nie zu Hause, deswegen kann ich fast nicht fahren. Ja, okay. Ja, klar. Ja. Ich habe jetzt schon seit April meinen Führerschein. Ah, cool. Nee, seit Februar sogar. Aber ich bin so wenig gefahren, also. Ja. Ich wohne ja in der Stadt, deswegen lohnt sich das nicht. Lohnt sich gar nicht, ne? Es gibt so schöne viele Autos, die man fahren kann. Ja, ich liebe Autos auch. Ja. Aber ein Forza kannst du fahren. Genau, ein Forza kannst du. Ey, da sind echt fast alle Autos. Also so die geilen Autos. Es gibt auch, wenn du irgendwann mal die Chance hast, es gibt auch so fette Rennsitze, wo du dich reinsetzen kannst. Die simulieren auch richtig vom Gefühl her, dass du wirst so richtig durchgeschüttelt, wie das Fahrverhalten ist. Als würdest du wirklich fahren. Als würdest du wirklich fahren, weil es ist ja, ich glaube, so ein Rennfahrer, ich bin ja noch nie richtig Rennen gefahren, aber für die ist es ja richtig anstrengend und so, ne? Auch körperlich, auch, ja. Weil du hast ja immer diese Anspannung und die simulieren das in so. Beim Go-Kart fahren ist es ja auch so. Ach so, ja genau, das merkt man ja da schon. Ich merke das schon auf dem. Ist niemals passiert. Ah! Nicht schlecht. Das einzige Multiplayer kannst du es halt nicht machen. Ne? Okay. Also Multiplayer, ich könnte jetzt zum Beispiel auch mit meinen Kumpels zusammen spielen. Du könntest das jetzt, könntest du Versus machen, wer von euch glaube ich zum Beispiel schneller da ist oder keinen Schaden genommen hat. Okay. Aber genau, Multiplayer kannst du, bis zu 6 Personen können in eine Gruppe auch gehen und ihr könnt dann zusammen auch Rennen fahren. Gegeneinander, geil. Miteinander, gegen andere Gruppen. Mhm. Das ist dann ganz cool, wenn dann, das macht wenn dann Spaß. Zusammen durch die Landschaft cruist. So.
Boah, das war ein geiler Drift. Ja, endgut, siehst du? Ist alles Gewohnheitssache. Das geht schon. Jetzt wie weit sind wir noch? Ach, 200 Meter. Kannst du ruhig reinbrettern. Das passt schon. Der cuttet dann, glaube ich. Ja, genau. Tada! Abgeschlossen. Nice. Gut, oder? Ja, endgut gemacht. Cool. So, genau. Jetzt kriegst du hier deine Übersicht, dass du... genau, 3 Sterne. Also du hast das komplett gut gemacht. Und wie viele Punkte du bekommen hast. Also hier, da sind die Credits, du hast jetzt irgendwie 11.000. VIP-Bonus ist jetzt doppelt so viel. Genau, weil es die Ultimate Edition ist. Okay. Deswegen, das sind halt so 2 Editionen. Und da deine Einflusspunkte hast du bekommen und der sagt dir dann, okay, du levelst halt auf, du bist jetzt Stufe 8 und du levelst dann halt auch in diesen einzelnen Rennen auf. Also es gibt normale Straßenrennen, es gibt so Arcade, also richtig mit Dirt-Rennen. Und das hier ist dieses Wheelspin, was ich erzählt habe, wenn du jetzt A drückst. Dann kannst du entweder Geld gewinnen, Autos. Wir haben 175.000. Was? Das ist echt selten, Mann. Oder Witz? Wie krass. Gekriegt. Das, du hättest jetzt, wenn wir das noch ein paar Mal machen, dann können wir uns den Centenario auch kaufen. Können wir gucken, was eine R8 kostet. Vielleicht können wir uns den holen. Und du kriegst halt relativ viele dieser Spins. Also du kriegst schon relativ schnell Kohle. Also so ist nicht, ne? Weil du denkst dir, boah, Mann, wie soll ich auf 2 Millionen kommen? Aber das kriegst du schon. Also. Sollen wir mal holen? Willst du holen? Warte mal, ich tu mal kurz das nächste Rennen markieren, was wir machen können. Ich würde mal sagen, wir machen mal gleich dieses hartgeile Rennen hier wie oben. Wie soll ich denn heute auf die Bühne gehen? Ich habe auf jeden Fall Bock, noch ein Spiel zu spielen. Kannst danach, ja dann. Nach der Show auf jeden Fall. Genau, du wolltest das Auto, gell? Warte. Kann man es jetzt einfach so ändern? Oder ich schau mal zum ersten nach Hause fahren? Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich zuerst sonst... Vielleicht auf dem Startknopf? Ne, da ist die Karte. Jetzt also. Ja, genau, Auto wechseln. Unten. Genau, weil er wird dir eigentlich, du kannst auch im Dings, also jetzt könntest du theoretisch die Autos, die dir gehören, wechseln. Das wird dann geliefert. Aber kaufen kannst du nicht. Ich glaube, kaufen kannst du nur, aber das macht nichts. Das können wir trotzdem, wir müssen eh da nach oben hin. Okay. Warte, Autos. Da, genau, Autos kaufen, upgraden. Der lädt, der schickt uns da einfach hin. Normalerweise kannst du auch reisen, also du hast im Game hast du so Häuser, die du entdecken kannst, auch kaufen musst so. Und dann kannst du praktisch so Schnellreise machen, damit du da nicht hinfahren musst, weil die Welt schon relativ groß ist. Okay. Aber es kostet jedes Mal was. Okay. Und deswegen, also es kostet glaube ich 9.000 Credits. Wir können ihn uns leisten. Wir können ihn uns leisten, das ist wunderbar. Du kannst sogar den teuren, den holen wir uns. Audi R8. Der geht bestimmt richtig ab. Ja, die sind alle geil. Okay, der Lambo ist wahrscheinlich schneller, aber... Das macht nichts. Dem zu fahren. Das ist wurscht. Du kannst ja, wenn zum Beispiel dein Auto untermotorisiert ist für ein Event, kannst du es ja upgraden. Entweder machst du das selber, dann siehst du halt, okay, ich möchte jetzt unbedingt die Reifen haben, den Turbo dahin packen. Oder du machst es automatisiert, sodass das einfach automatisch da reinkommt. Okay. Ja. Das sieht richtig krass aus. Yay! Nice. Ja. Okay, auswählen. Genau. Ich habe auch gesehen, der hat gerade einen Spoiler drauf gehabt, ne? Kann ich auch einen Spoiler drauf machen? Theoretisch ja, wenn das geht, dann soll das gehen. Den kannst du dann farblich sogar auch selber anpassen. Also man kann den richtig tunen? Du kannst den tunen, ja. Nur begrenzt, also nicht wie Forza Motorsport als in der Simulation, das geht richtig tief. Und das hier ist mehr so oberflächlich. Okay. Also du kannst schon nochmal Speed und Handling anpassen, deswegen die Reifen halt ändern, wenn du Bock hast, wenn du merkst, okay, der Grip ist irgendwie nicht gut genug. Okay. Das kannst du schon alles anpassen. Kostet halt auch alles Geld, ne? Natürlich kostet auch alles Geld. Okay, okay. Ja. Achso, jetzt sind wir tatsächlich im Winter. Krass. Wenn du diese Stories durchgespielt hast, dann kommst du ja in diese offene Welt. Und du kannst immer noch alles so abfahren, aber dann fährst du halt mit anderen Spielern online und dann entscheidest du nicht selber, welche Jahreszeit ist, sondern die wechselt dann jede Woche. Okay. Also dann sind alle im Frühling, dann sind alle im Herbst, dann sind alle im Winter und es gibt so manche Rennen, die gibt es dann halt nur im Winter zum Beispiel. Okay. Dann wolltest genau, du, ne? Da soll das muss man hinfahren. Ja, perfekt. Genau, jetzt kannst du hinfahren. Boah. Weil das Fahrverhalten ändert sich natürlich auch im Winter. Ne? Wenn du jetzt über die Schneelandschaft düst, dann merkst du das auf jeden Fall, dass deine Reifen nicht ganz so geil sind wie bei einem Geländewagen. Ja, also, klar. Wenn du jetzt einen Land Rover hättest, dann wäre es, glaube ich, einfacher. Aber sobald du im Rennen bist, dann gibt dir das Spiel aber auch das richtige Auto. Also der lässt dich nicht mit dem falschen Auto fahren. Aha.
Boah, ja. Wie sich die Landschaft verändert. Das ist krass, gell? Ist ja richtig gut. Wow. Oh, das ist richtig schwierig. Ja, klar, weil das ist halt mit dem. Aber auf der Straße geht's eigentlich. Wenn du auf der Straße bleibst, soll es passen. Hast du denn deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Sommer? Also ich liebe es, in der Sonne zu sein. Das finde ich am coolsten. Ich bin im Winter geboren, aber trotzdem bin ich voller Sommermensch eigentlich. Ich liebe es einfach auch am Strand zu sein. Also das sind so Palmen. Genau. Wo warst du schon in Amerika? Warst du dann so? In Amerika, ja. Ein paar Videos gedreht dort. Kalifornien so? Wir waren in Las Vegas einmal. Und in Los Angeles, ja, Hollywood dort. Ja. Haben wir 3 oder 4 Videos schon gedreht. Ach cool. Ja, da ist immer warm. Ja, voll. Also da ist so perfekt. Das Klima ist echt nice, die Sonne ist nice. Ja. Du bist von hinten angefahren. Krass. Ja. Also im Schnee 200 km. Schon krass. Blitze. Ja, du wurdest geblitzt. Aber auch das ist gewollt. Also du kannst dadurch Punkte verdienen. Mhm. Und wie du siehst, du warst jetzt eigentlich. Also man muss nicht bezahlen beim Blitzer. Nee, hier man musst du kriegt nicht Ehrgeiz. Ja, hier musst du belohnen. So. Belohnen. Ja. Da kriegst du Punkte, wenn du schnell da um die Ecken fährst. Geil. Ja. Sieht da von innen aus. Boah, nice. Ja, ist schon krass, ne? Ja. Ey, wie gut das gemacht ist, echt. Also wenn man sich überlegt, ein Auto zu holen, kann man es hier testen. Theoretisch. Also. Echt gut. So, das Fahrgefühl bekommst du schon echt nachgemacht aus. So. Und gerade die Motorengeräusche. Mhm. Also, yay. Und die Fahrer, die du halt da jetzt siehst, da stehen ja so Namen drüber. Mhm. Das sind dann eigentlich, das sind praktisch schon echte Charaktere, das sind echte Menschen. Die sind jetzt nicht in echt online, aber das sind so deren Geisterfahrer. Also die fahren so, wie die auch sonst im Spiel fahren. Cool. Und dann kannst du gegen die fahren zum Beispiel. Ja, man kann auch irgendwie, kann ich den jetzt irgendwie auf dem Rennen auffordern oder so? Ja, wenn du, glaube ich, drück mal X. Du musst hinter dem fahren ein bisschen. Oh, krass. So, und der, ich glaube, das ist jetzt ein Rennen, ja. Verdiene. Was ist online? Nee, das ist jetzt nur gegen seinen Bot sozusagen. Genau, 1,5 Kilometer. Ja, und hier kannst du halt eben, glaube ich, hier kannst du nicht mehr zurückspulen. Das ist halt jetzt so, wie es halt ist. Ja. Ah, fuck, ey, das ist echt nicht so einfach im Schnee. Ja, das ist halt auch, verloren. Also dafür ist es jetzt das falsche Auto einfach. Ja. Normalerweise wird es jetzt ein Geländewagen oder du tauschst die Reifen aus, mhm. Dass du halt mehr Grip hast. Das würde auch noch helfen, aber das ist halt jetzt fies. Oh, er hat auch noch verloren. Ja. Jetzt, oh mein Gott. Obwohl, es geht. Ah, shit. Noch hast du eine Chance. Aber ich muss echt sagen, es ist einfach zu spielen. Also. Das ist für Einsteiger auch cool, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Also kann ich auch meinen kleinen Bruder spielen lassen. Ab wie vielen Jahren? Das hier müsste ab 6 sein. Okay. Forza Motorsport ist ab 0 und das hier ist ab 6. So, jetzt. Boah, knapp! Alter. Nein! Fuck. Ja. Knapp. Das, okay, jetzt das war das Auto, von der Route, ne? Das war das Auto. Also jetzt musst du, glaube ich, noch mal in die Karte reingehen und noch mal markieren. Genau, auf A drücken jetzt. Genau, wir sind ja eh fast da. Ah, cool. Ja, ja. Ich muss drehen. Ja. Zack. Kannst du mich gerne LT, ja. Ey, guck mal, die glühen, die Bremsen. Weil ich gerade so krass gebremst habe. Ja, ja. Ernsthaft? Boah, das ist ja richtig krass. Du hast ja gar kein Nummernschild hier dran, sehe ich gerade. Ey, guck mal. Jetzt. Krass, gell? Oha! Das ist mir aber auch noch nie aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das noch nie gesehen. Aber es war im Tunnel jetzt bist. Das ist ja richtig gut gemacht. Ja. Heftig. Ja, du siehst trotzdem leicht halt. Oder? Leicht, ja, aber im Dunkeln halt. Das ist viel besser. Heftig. Und das sind so kleine Details, die voll viel ausmachen. Das ist echt ja. Geil. Ich liebe sowas. Du kannst halt ends viel in der Welt halt auch noch zusätzlich machen. Du siehst da jetzt immer so lila Punkte auf dem Weg, wenn du auf die Minimap da unten links schaust. Ja, genau. Ist das? Das sind so Schilder, die kannst du halt umfahren, also einfach zerstören, einfach drüber fahren. Und dann,
Das ist wahrscheinlich jetzt auf der Brücke zum Beispiel das Schild. Sollen wir drauf fahren? Ja, kannst du ja mal drauf fahren. Und dann kriegst du. Boah, Alter. Wow. Gott okay, sei jetzt Dank. Das wäre auf jeden Fall mein Auto am Arsch. Wo ist es? Müsste rechts da, siehst du es? Da ist es. So, wenn du das jetzt umfährst, dann kriegst du 1000 Einflusspunkte, die du ja brauchst, um weiter in der Welt voranzukommen und weiter freizuschalten. Und das gibt es zusätzlich auch für diese. Ich habe dir ja gesagt, dass du zahlst ja, wenn du Schnellreise machst. Und du kannst dir die Kosten minimieren, indem du auch solche Schilder halt dann umfährst. Mhm. Also entschmeißt das. Das sind halt cool. So Kleinigkeiten, weißt du, dass du halt in der Welt halt mega viel machen kannst. Ey, das ist so gut gemacht, dass. Ja. Guck mal, wie viel Schnee hier auf dem Boden liegt. Ja. Aber ihr seid bestimmt zu mehreren im Tourbus, gell? Werden die alle sind den, ganz viele, ja. Werden die alle den Controller-Pad abnehmen wollen. Auf jeden Fall, aber ich werde es nicht abgeben. Kein Spaß, werde ich auch spielen lassen. Ja. Aber schade, dass man es nur alleine spielen kann. Also du kannst also so halt. Split-Screen geht genau, nicht, Split-Screen. Ja. Mhm. Aber wenn die jetzt auch eine Xbox haben? Genau, dann geht's. Okay. Also wenn du jetzt sagst, und dann brauchst du natürlich noch Internet, ne? Also okay. Das gehört schon noch mit dazu. Und dann kannst du zusammen spielen. Oder du kannst auch PC und Konsolenspieler können auch zusammen spielen. Ehrlich? Ja, ja. Also du musst nicht unbedingt eine Xbox haben. Genau. Also sobald, weil das ist basiert alles auf einem Xbox Live, auf einem System sozusagen, aha, wo die online gehen. Wenn die dann auf dem PC genau. Bei Xbox Live sind? Genau, dann können die fahren die mit dir. Du siehst jetzt nicht, wer PC ist und wer Konsole. Okay. Weil bei einem Shooter wie Call of Duty zum Beispiel, da ist es ja schon was anderes, wenn du da mit PC spielst, dann bist du ja schneller als mit dem Pad. Okay. Aber bei einem Rennspiel ist das vollkommen okay. Deswegen macht das nichts. Drück einfach mal A, genau. Solo? Ja, Solo. So, jetzt kommen nämlich die fetten Showrennen mit der Hovercraft ist, glaube ich, das zweite. Das erste Mal fährst du gegen so Motoren. Und genau, da gibt dir halt jetzt das Auto mit dem Geländewagen auch und so, damit du halt ordentlich Grip hast. Und jetzt kommt gleich irgendwo der Hovercraft gegen das Gefährt, gegen das du fahren wirst. Oha. Ja. Ja, ist doch unmöglich zu gewinnen. Es geht schon. Du kannst auch verlieren. Also ich habe am Anfang, weil die fahren manchmal so ein bisschen komisch, dass du nie weißt, bist du jetzt vorne oder nicht. Okay. Aber das geht schon. Ah, ist kein Winter mehr? Das für das jetzt glaube ich nicht, ne. Starten wir. Weil das Showcase-Rennen ist noch im Rennen nicht. Rennen. Das Rennen. Ist noch im im Herbst gewesen. Okay. Genau. Es gibt immer pro Saison eins. Mhm. So, jetzt los geht's. Da kommt er schon mal. Wow. Ja. Der rastet ja richtig aus. Ja. Shit. Deswegen, da musst du Gas geben. Aber auch hier kannst du Y drücken, wenn irgendwas ist. So, und jetzt springen. Geil. Boah, nice. Zeit halt irgendwo. Also manchmal, wenn du so springst, dann... Boah, das ist ja richtig geil. Damn. Dann zeigen die so dir so einen kurzen Cutscene, dass das halt richtig cool aussieht. Aha. Wow. Jetzt musst du Y drücken, weil, drück mal Y, du siehst diese grünen Fähnchen, die da, die zwei. Ah, da musst muss du durch. Wenn, okay, du die, okay. Wenn du die zu krass verpasst, dann sagt das Spiel so, nee, entweder musst du durch oder du bist verloren. Okay, cool. Damit du halt nicht abkürzt, weißt du, so. Ja, du könntest ja theoretisch in der Welt, kannst du eigentlich relativ wieder abkürzen. So, jetzt nochmal springen. Yay! Boah, das sieht geil aus. Mega fresh. Das ist cool, ey. So, noch bis zum zweiten. Okay, auf dem Wasser ist er natürlich gleich schnell, ne? Ist ja schneller. Da bremst es bei dir auch ein bisschen ab. Das merkt man dann bei so. Ihm aber nicht, ne? Nee, nein, nicht so wirklich. Kann man auch mit so einem Hover-Dings fahren? Nee, nur dagegen. Sozusagen. Aber es wäre geil, ein Hovercraft selber zu fahren. Das wäre echt gut. Ja. Jetzt bist du Erster, aktuell. Kein Druck. Läuft bei mir. Ja. Bam. Das ist wieder zweiter, ja. Hier, das schaffst du noch. Ich kann das schaffen, ja. Achso, wir haben, da hast du ja noch ein bisschen. Das ist noch Kontrollpunkt. Ich dachte, das wäre schon zu viel. Wir hatten vor kurzem ein Event, da sind wir auch, oh Gott. Mach Y. Scheiß drauf. Weil das ist nämlich auch eine fiese Stelle, wenn du so bergauf und rechts, ich würde fast sogar noch mal weiter zurückgehen. Mach nochmal. Oder? Shit.
Ja, der zerstört auch alles. Der kennt keine Gnade. Alles kaputt. Ja, die ganzen Wälder, scheiß drauf, alles. Oh, jetzt bist du Erster. Perfekt. Cool. Okay, jetzt geht's ab. Nein! Da ist er. Aus dem Nichts heraus, weißt du? Aber der muss nicht durch den Kontrollpunkt, oder was? Nee, der. Der hat so ein bisschen Freifahrt. Unfair, ja. Ja. Das ist unmöglich. Jetzt, ja. Jetzt hast du nicht mehr, wenn du jetzt. Oh, du schaffst Gas. Ja, du schaffst das noch, du schaffst das noch. Auf jeden Fall. Super knapp, Mann. Geil. Perfekt. Killer. Erster. Oh. Yay. Genau, kannst einfach A drücken und dann geht's halt weiter. Voll cool. Ja, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ja. Das sind auch, wie gesagt, im Dreier kommst du halt, glaube ich, gegen Jet und so weiter auch fahren. Das ist dann richtig was, ey. Geil. Das ist halt einfach außergewöhnlich. Nice. Hm. Befördert. Befördert, Stufe ja. 9 schon. Ja, es geht relativ schnell dann. Ich glaube, ich bin Stufe 20 nach 8 Stunden oder so. Krass. Deswegen. Cool. Yeah. Dann schauen wir mal, ob wir noch fahren können. Einfach auf die Karte, ne? Ja, ja. Schauen wir mal. Irgendwas Cooles für mal. Es gibt so viel zu tun. Du kannst theoretisch ja auch, es gibt so Punkte, die zeigen sie dir an. Vielleicht finden wir auch gleich eins auf der Karte. Meine Erfahrung nach gibt es in jedem Querfeld ein Wettbewerber einen gewissen Verschleiß. Mechanisches Versagen. Okay, kommen jetzt immer näher. Du kriegst halt, es gibt immer so einen Renntypus, das siehst du halt hier auch, also grün, blau zum Beispiel. Und das Grüne, das sind diese Dirt-Rennen, also wo du eher mit den Geländewagen auch fährst. Mhm. Und die blauen sind halt mehr, dann kannst du halt mit den Super-Sports-Cars und so weiter auch fahren. Okay. Und wenn du mal ein bisschen rumgehst, da dieses Ausrufezeichen, siehst du da diese. Das hier? Genau. Das sind so, bist du eigentlich weit weg davon? Klick mal drauf, wie weit weg bist du? Ah. Mal gucken, wie, was da steht, wie viele Kilometer entfernt das ist. 8 Kilometer, ja, ist schon relativ weit. So, wann ist das entfernt? Ja, ja. Mach nochmal Karte. Genau, mal drauf. Weil das sind eigentlich so Höhen und dann springst du da durch und da ist das Ziel, dass du so lang wie möglich in der Luft bleibst. Boah, das ist aber geil. Und das sind halt diese Ausrufezeichen-Dinge. Ja, und da siehst du halt, genau, da siehst du die Blitzer, da siehst du auch, du hast halt, ne, um 3 Punkte müsstest du 282 schaffen. Und deswegen, wo sind wir dann? Ganz oben sind wir wahrscheinlich, gell? Du könntest... ist alles so weit weg. Ja, du kannst das Blaue einfach mal daneben, da unten gleich. Siehst du das da direkt? Ja, weiter runter. Dieses Hellblaue. Ah, okay. Genau, weil das ist dann so ein Straßenrennen. Eins drüber, das liegt jetzt genau da drauf. Ah. Ja, genau. A drücken und dann ist nämlich gleich dann da. Das ist jetzt ein richtiges Straßenrennen. Das ist jetzt so, genau, gegen... Also schon nicht gegen echte, aber halt gegen Bots. So. Gegen Bots. Und da kannst du auch selber entscheiden, welche Schwierigkeitsstufe du haben willst. Mhm. Wenn du jetzt, je schwieriger du es dir einstellst, desto mehr Punkte kriegst du. Okay. Ja. Hui. Ja, was passiert, wenn das Auto kaputt ist? Das ist nur optisch. Also das geht nicht kaputt. Du kannst, also komplett kaputt, kannst machen, geht gar nicht. Geht gar nicht. Du kannst machen, was du willst. Das bleibt immer gleich. Deswegen, also da brauchst du halt keine Angst. Optisch schon kaputt. Aber sonst. Ja, optisch halt nur so ein bisschen. Ich glaube, hier, das zerspringt halt so leicht. Oder da hast du gerade, glaube ich, den Spiegel abgefahren. Ja. Aber der, ich glaube, sobald du wieder in deiner Garage bist, dann ist das halt wieder neu und das ist vollkommen egal. Okay. Ich glaube, das Einzige, was nervt, wenn du Cockpit-Ansicht hast, ja, dann siehst du halt nichts. Und dann ist es halt so zersplittert ist, dann ist es doof, aber ansonsten ist es ziemlich geil. Ja. Mhm. Was spielst du denn sonst eigentlich noch? Ich habe früher ganz viel Call of Duty gespielt, aber sonst... Hast du das Neue in der Beta schon spielen können? In der Beta habe ich schon was gespielt. Okay. Wahrscheinlich keine Zeit, ne? Ich habe schon von diesem coolen neuen Modus gehört und so. Ja, den Battle Royale Modus, da freuen wir uns alle drauf. Da habe ich echt Bock drauf. Ja, ich spiele auch gerne Fußball. Also ist FIFA dann und sowas. FIFA? Ja. Spielen wir auch immer gerne im Team so, also wenn wir jetzt auf Tour sind. Ja, hier stoppt was. Oh, so genau. Schäme. Ja, deswegen, da musst du immer abbremsen. Ich verpeile das auch jedes Mal, weil ich immer denke, das fängt dann von selbst einfach an. Unser Team spielt ja im Büro die ganze Zeit FIFA gegeneinander. Geil. Und je stressiger es wird, desto mehr spielen die. Und die schreien sich dann immer an. So, das shit. Wir können dann schon die Türen schließen, aber das ist richtig laut. Mach einfach A. Genau. Nein. A. Achso, jetzt kannst du dir, theoretisch kannst du jetzt noch ein anderes Auto suchen. Genau.
gucken, was hier so gibt. Und dann werden dir die Autos vorgeschlagen, die du jetzt für dieses Rennen halt fahren kannst. So. Ja? Genau. Genau, das Beste ist. Wir haben nur noch 67.000, gell? Also du kannst jetzt, wir sind fast pleite. Den könnten wir uns leisten. Den könnten wir uns leisten. AMG. Dann sind wir aber pleite. Sagen wir oder nicht? Ja, ja. Ja? Ja, ja, klar. Also. Den können wir uns noch leisten. Ja. Danach können wir nicht mal mehr schnell rein. Oh, Farbe können wir auch ändern. Oh, everything black. Mach mal RB. Genau, und jetzt kannst du halt richtig in die Farben reingehen. Wenn du noch mal RB machst, dann kriegst du so Spezialfarben. Also hier Carbon. Alles Carbon, Lack. Oh mein Gott. Ist doch nicht alles, oder? Ja, fast alles, aber so. Das macht dann doch, halt. Das ist alles Carbon. Krass. Gold. Was? Ja. Und das kannst du auch theoretisch einstellen für die, wenn du nur die Seitentüren Carbon haben willst. Boah, das passt zu meinem Outfit. Das machen wir. Oder nur die Motorhaube anders farbig haben willst, dann geht das auch. Wie du die Scheibenfarben getönt haben willst, kannst du alles einstellen. So. Mega geil. Jetzt sind wir pleite. Egal, ist nicht schlimm. Wir holen wieder Cash und wir gewinnen. Oh cool. Mann, ey. Ja, aber es macht dann schon Bock, wenn du richtig viele Autos hast. Ja. Ja. Da, 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 da. So, jetzt muss ich mich einmal noch präsentieren und jetzt geht's gleich los. Das sieht geil aus, aber. So, einfach starten, genau. Und du startest immer so im Mittelfeld bei so Rennen. Also du bist nie ganz vorne, nie ganz hinten. Aha. Aber es ist relativ, je nach Schwierigkeitsstufe, ist es relativ leicht, aber zu sagen, so okay. Dass du dann doch schnell, relativ schnell auf den ersten Platz kommst. Aber kriegst halt nicht so viele Punkte. Mhm. Die Preise von den Autos sind auch echt, oder? Ob die echt sind, das weiß ich gar nicht. Müssen wir mal den Senna McLaren gucken, weil der weiß ich, der kostet über eine Million Euro. Mhm. Ob, wenn das stimmt, dann könnte das gut sein, ja. Wobei, dann musst du ja auch noch überlegen, manche Autos von denen, die da gab es ja dann nur eine limitierte Stückanzahl. Ah, okay. Und das heißt, die Leute kaufen sich, wie bei Schuhen so, die kaufen sich dann das Auto und verkaufen es dann wieder, versteigern das irgendwo. Das ist schon. Und dann sind die unbezahlbar. Ja, sauber, schon auf den dritten Platz. Sehr gut. Ja. Und erster. So schnell. So schnell geht's. 30% hast du durchgekriegt. Ist nur eine Runde, oder? Genau, ist eine Runde und du siehst halt oben links den Fortschritt, wie weit du bist. Aha. Und natürlich, ne, wenn du dann irgendwann bei 80% bist, dann denkst du dir, oh mein Gott, ich darf jetzt keine Scheiße bauen. Fuck. Ja, ja, noch geht's aber. Hast schon ein bisschen Vorsprung. Ja, ist gut. Wenn du immer Erster wirst zum Beispiel und immer viel Vorsprung hast, dann schlägt dir das Spiel selbst vor, die Schwierigkeit anzupassen. Mhm. Damit du einfach mehr Punkte bekommst. Spielen wir jetzt gerade auf leicht oder auf... Das weiß ich, ich habe es gar nicht gesehen, das können wir gleich nach dem Rennen mal gucken. Ich sag mal so, es gibt so Mittel, also Average. Da bin ich eigentlich fast auch immer auf dem ersten Platz und ich bin jetzt nicht super Rennfahrerin, also es geht relativ einfach. Mhm. Aber wenn es dann schon noch mal ein paar Stufen höher geht, dann kriegst du auch echt, also krieg ich Probleme. Okay. Auf dem ersten Platz. Okay, das ist safe, auf das Einfachste, was es gibt. Ja. Und du bekommst irgendwann so angezeigt, wie viel Zeit du auf dem ersten Platz verbracht hast. Krass. Das ist in so Ladebildschirmen. Da kriegst du Statistiken, wie lange du auf dem ersten Platz warst. Ultimatives, sauberes Rennen habe ich gerade bekommen. Ja, sauber. Weil ich keinen Unfall mache. Nee. Ups. Ja. Es wäre geil, wenn sie so einen Tourbus hätten da drin, weißt du? Dann das könntest du mit deinem Tourbus fahren. Dann könnten wir unsere Beklebung da drauf machen. Ja, theoretisch kannst du das machen. Deja also ich meine, theoretisch kannst du es generell eh machen. Es gibt so, ich habe gesehen. Auch auf dem Auto, ne? Ja, ja. Also wenn ein Fan das macht dann halt reinstellt, dann kann sich das jeder runterladen und kann das auf sein jeder. Auto packen. Ja, klar. Boah, also mega geil. Ihr müsst das erstellen. Erstellt auf jeden Fall Déjà-vu-Autos. Ja. Deswegen. Déjà-vu-Lackierung. Geil. 80%, ey. Also du bist eh so weit vorne. Mann. Müssen wir gleich mal gucken, chillen. Was für eine Schwierigkeit bei dir war. Ich glaube, es stand da bestimmt oberste Schwierigkeit oder was? Das ist voll abgehoben. Glaube ich nicht. Ja. Das ist 19. Voll das Einfachste. Ja. Es sind aber auch, also du merkst, also wir sind jetzt ja im Winter und das ist die vorletzte Jahreszeit. Und diese einzelnen Ränder gibt es auch mehrere Stufen von denen und die werden natürlich schwieriger irgendwann, ne? So.
abgeschlossen. Erster. Bam, erster. Schön, gell, wenn das immer so. Drück mal A. Das ist fast, das ist 3 Sekunden später erst gekommen. Das ist ends lang. Guck mal, da bin ich links. Geil. Schwierigkeitsgrad, ah, da steht es aber nicht. Da steht noch nicht da. 16.000. Na, genau, du kriegst immer so 5.000 pro Rennen. Mhm. Ah, du bist eigentlich schon Stufe 3 gewesen, also das war jetzt eigentlich. Hast Autos frei. Lambo Huracan. Und Hurricane. So, und hier siehst du zum Beispiel auch, das ist, du brauchst 150 Punkte, jetzt kannst du nochmal Glücksrad spielen, bis du das nächste Showrennen hast. Was ja das Hovercraft war zum Beispiel. Mhm. Ah, eine Hupe. Oh Mann. Ja. Trostpreis. Trostpreis, voll. Trostpreis. Genau. Du kannst jetzt mal, geh mal zurück. Wir können entweder schauen, können wir mal kurz gucken, was für eine Schwierigkeitsstufe du kannst. Wir können aber bei einem anderen Rennen. Ich hätte voll Bock auf so eine Abrisskante. Was wir machen? Ja, fahr mal. Ich glaube, wir sind auch gar nicht so weit weg. Das passt schon. Wie machen wir das mit der Schwierigkeit? Das siehst du, wenn du das Rennen startest. Habe ich jetzt ein Lambo bekommen? Huracan? Du hast den freigeschaltet. Du musst den, glaube ich, aber noch kaufen. Bei irgendeinem Auto stand gerade. Ist neu. Ach, das? Nee, den hast du freigeschalten, dass du den, dass du den kaufen kannst. Also das ist schon deine Garage. Da, Huracan. Ist er da? Ah, okay, ist er doch dran. Krass. Aber das ist ja meiner krasser. Wie viel hat der? Der hat 8,2. Ach, ja gut, das Handling ist besser mit den Bremsen bei dem Hurricane sozusagen. Warum kostet der mehr? Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Ich wünschte, du bist... Aber. Okay, dann gucken wir mal. Ich würde schon, aber da Winter ist, würde ich irgendwas nehmen. Nimm mal entweder den Geländewagen. Sollen wir die G-Klasse? Ja, ja. Der ist geil. Weil du bist meistens in der Landschaft und nicht auf der Straße, wenn du über so eine Sprungschanze fährst. Und das ist dann immer besser. Boah, der ist richtig fett. Ja. Das ist mein Traumwagen, irgendwann. Den hätte ich auch voll gern, aber der ist arschteuer. Das ist von allen Geländewagen, aber die G-Klasse ist halt 90.000 oder sowas, ich weiß gar nicht. Achso, du musst wieder A drücken, gell? Da unten ist es. Ist nicht weit weg. Ja. Boah, ich glaube, der ist teurer als 90.000, das ist ein G65. Ah, okay. Ich glaube, das ist das Stärkste, den die haben. Das ist richtig krass. Ja. Die Farbe ist auch geil, passt voll zum Schnee. Irgendwann. Irgendwann. Geil. Ja, ich muss noch ganz viele Xbox-Konsolen verkaufen. Und noch ganz viele Alben und dann. Dann geht der sich aus. Ja. Oh, jetzt. Jetzt ne? Kannst du noch einen Blitzer mitnehmen. Okay. Kannst du ja mal schauen. 173, ja, schauen wir mal. Ein Stern. Ja. Okay, also muss ich 300 fahren oder wie? Du hättest noch 44 drauf, also 210 circa. Dann hätte ich 3 Sterne. Dann hättest du 2 Sterne gehabt. Also da stand halt jetzt die Differenz zwischen den nächsten Sternen, den du dann gehabt hättest. Mhm. So. Wenn du bei dem Ausrufezeichen bist, da kannst du schon mal ein bisschen abbremsen. Weil wir müssen den erstmal finden. Bremst du mal ab? Da ist er. So. Weil was du jetzt machen musst, ist. Fahr mal ein bisschen rechts. So, ja, nicht runter. Schau da. Also, spring noch nicht. Da musst du durchfahren. Gucken. Du musst nur. Nein, spring nicht. Ja. Du musst halt jetzt Anlauf nehmen und dann da durchspringen. Damit du so schnell wie. Also so weit wie möglich springen kannst. So weit ich kann, okay. Ja, genau. Deswegen musst du mal gucken, wie das ausgerichtet ist. Und versuchen halt durch diese 2 gelben Planen da durch zu jumpen. Reicht es? Ja, ja. Ich würde nicht ganz so weit, weil ich glaube, du musst ein bisschen nach links fahren. Und je schneller du fährst, desto schwieriger. Obwohl, das geht schon. Ja, fahr einfach. Nein! Gib einfach Vollgas, scheiß drauf. Fahr auf, fahr auf, fahr auf. Tada! Kann ich so eine Seite machen? Fuck! Ja. Bam! So. Geil. Wie viel hast du jetzt bekommen? Da kriegst du auch immer so... Ah, 2 Sterne. So. Geil. Genau. Immerhin. Ey, das ist geil. Genau, das hast du jetzt 10.000 auch bekommen. Ich bin nochmal spannend.
Und ich glaube, da hast du im Rennen kriegst du ja so circa 15.000, wenn du Erster bist. Also es lohnt sich schon auch, die mitzumachen. Und wenn ich das jetzt einfach 100 Mal am Tag mache? Dann machst du es 100 Mal. Irgendwann hast du halt, also wenn du 3 Sterne hast, dann kriegst du halt nichts mehr dafür. Ah, dann kriegt man kein Geld mehr. Nee. Aber es gibt genügende von diesen Schanzen in der Welt verstreut, sodass du unterschiedliche machen kannst. Und manche sind auch teilweise richtig schwer. Okay, jetzt machen wir es nochmal. Ja. Wow! Oh. Warte. Oh, jetzt bist du für immer gefangen. Jo, jetzt. Nee, warte, bleib mal stehen. Ja, genau. Der, wenn der merkt, so, okay, du kommst gar nicht mehr raus, dann startet er einfach mal. Okay. So, jetzt aber. So. Vollgas. Ja, sieht gut aus. Auch schön gerade. Wo waren wir vorher? 100. Ich weiß gar nicht mehr. Ah, immer noch 2. 23 Meter mehr hättest du für 3 Sterne gebraucht. Was soll man machen? Du könntest, hier, da rechts gibt es noch so ein Dings, da oben, wenn du da nochmal jumpen willst. Oh ja. Jump macht auf jeden Fall Spaß, aber die Rennen sind auch mehr cool. Ich würde gerne wissen, auf was für eine Dings ich bin. Da kann man bestimmt hier sehen, oder? Ich glaube, noch ist es gesperrt, weil du noch in Schwierigkeitseinstellung. Ach, da stimmt, genau. Was hast unerfahren. Du? Neuer Rennfahrer. Ich war auf unerfahren. Ah, okay, dann war das wahrscheinlich die einfachste. Mach mal weiter eins. Durchschnittlich, genau. Und durchschnittlich ist auch okay. Also Profi, unschlagbar. Ja, das da. Ich bin schon ab überdurchschnittlich, hatte ich schon Probleme, auf den ersten Platz zu kommen. Aber das ist dann Übung wahrscheinlich. Die ganzen Pros da draußen werden sagen, ey, was, wieso spielst du überdurchschnittlich? Aber es ist halt so. Krass. Man muss das einfach üben, dann geht das schon. Aber geil, dass man es selber einstellen kann. Und du kriegst halt dann mehr Punkte am Ende. Das ist halt dann auch das Coole. Mhm. Cool. Und dann am Ende, wie gesagt, da machst du das halt dann alles mit deinem Kumpel zusammen. Was wäre denn dein Traumauto, außer als das, was du gerne hättest? Ich finde diesen C63 auch mega krass. Das ist auch ein Traumauto. Ich weiß nicht, es gibt so viele Autos. Also wenn ich mich für eins entscheiden dürfte, dann, genau, so ein Lambo oder so, wäre schon nice. Welche Farbe würdest du denn nehmen? Ich würde alles schwarz machen. Alles schwarz? Felgen schwarz. So Metall oder so matt? Nicht matt, aber es gibt so ein Mittelding irgendwie. Es ist metallic und nicht matt, aber so. Okay. Sieht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann jetzt also nicht ganz so glänzen, sondern. Nicht so ganz glänzend. Ich habe auch keine Ahnung, aber. Alles schwarz, schwarz, schwarz. Alles black und dann so die Bremssättel. Bremssattel heißen die, oder? Bremssattel. Bremssattel, ja. Ja, die dann rot oder so. Ach, cool. So richtig. Ach, das alles ist ja sieht. Gut, das sieht ja schon auch geil aus, ja. Ja, mal schauen. So, 1,2 Kilometer noch. Aha. Und du siehst schon, wir gehen ja so hoch auf den Berg, das heißt, es wird. Wird hoch auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall hoch, ja. Das Fiese ist, wenn du halt in diese. Du kannst ja normalerweise in der Landschaft komplett rumfahren. Und ein paar Bäume, hast du ja gesehen, kannst du auch zerstören, so die kleineren. Mhm. Aber die größeren Bäume, die kannst du halt nicht zerstören, also ja, die fährst du. Deswegen ist hier so in der Landschaft rumfahren, ist immer nervig, weil du dann immer genau, wenn du stehen halt bleibst, ja. Das stresst dich halt dann irgendwann. Aber der lenkt sich eigentlich echt ziemlich gut, der Wagen im Schnee. Warte, lass uns mal auschecken, wo der ist. Ah ja, schau, hier musst du nämlich um die Kurve fahren. Ach nee, du musst von rechts kommen. Boah, genau, dann, fett. Und dann kannst du da runterdüsen. Cool. Ja. Oh. So. Okay, let's go. Oh Gott. Oh, oh, oh. Ja, jetzt noch ein bisschen einlenken. Schnell, ja, schnell. Wow, das ist geil. Ah, geil. Das ist richtig fett. Zack. Oh, das Eis. Zum Anfang. Ja. Ja, das hast halt nur im Winter, gell? Also mit das dem ist richtig geil. Mega gut. Es gibt im Spiel verteilt, das nennt sich Scheunenfunde. Da kommt irgendwann so der Radiomoderator und sagt dir so, hey, irgendwo ist ein Klassik-Auto versteckt. Okay. Und du kannst das finden und dann behalten.
Und dann, also du findest es einfach und musst auch nichts dafür zahlen? Genau. Geil. Das ist nur versteckt. Also die Herausforderung ist, dass du halt, du musst so eine Scheune suchen. Da ist, wird so ein Kreis, so ein, ich glaube, da müsste sogar eins da sein, so ein lilaner Kreis dann auf der Karte sein. Also bist du genau da, siehst du das? Und da ist dann irgendwo in diesem Bereich ist dann so eine Hütte und dann findest du halt irgendwelche alten Autos. Okay. Und kann man die auch verkaufen? Die kannst du theoretisch dann auch verkaufen, ja, wenn du keinen Bock auf die hast. Oder versteigern lassen sozusagen. Okay. Und im Winter ist es halt so, dass es gibt zum Beispiel irgendwo gibt es so einen fetten See, wo da mitten auf einer Insel ist und da ist ein Scheunenfund. Den kannst du halt nur abholen oder finden, wenn Winter ist. Weil du sonst nicht draufkommst. Weil du sonst nicht draufkommst. Richtig also, geil. Da musst du halt warten, bis die Jahreszeit dran ist. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist sowas. Das kann, ich weiß leider, ich habe ihn auch noch nicht gefunden. Ich weiß noch gar nicht, wo er ist. Aber deswegen auch unterschiedliche Jahreszeiten, also unterschiedliche Aktionen halt. Das ist schon krass, wie viel man hier machen kann, ne, bei dem Spiel. Ja, krass, ja, ins Film. Ich finde es erstmal richtig geil, dass es so eine freie Welt ist. Du kannst hinfahren, wo du willst. Du kannst selber bestimmen, ne? Alles erkunden. Ja. Letztes Jahr, also der letzte Teil war ja in Australien. Aha. Das war auch richtig cool. Geil. Und Großbritannien lohnt sich halt wegen der Landschaft und der Jahreszeit. Ganz gut. Wie geil war denn die Welt dort? Bestimmt mega heftig, oder? Ja, ja, weil du halt auch viel am Meer gefahren bist und dann aber auch in den Bergen. Also das Forza Horizon 3 war auch richtig geil. Cool. Ja. In welchem Land würdest du sonst gerne mal, wo würdest du das nächste Forza Horizon gerne haben? Vielleicht kann ich den Entwicklern ja fragen, ob sie das. Frag mal, ob die das ja, L.A. wäre krass. So, USA, Amerika L.A. Amerika war überheftig. Ja, das macht schon. Da ist ja, kennst du die E3? Das ist so eine Videospielmesse, die findet immer jedes Jahr statt. Ach, die ist dort? Die ist in Los Angeles. Warst du schon mal dort? Genau, ich war da, glaube ich, das war meine vierte so in diesem Ernsthaft? Jahr. Die findet immer im Juni statt und da kommen immer alle großen Ankündigungen von Videospielen. Also auch neue Hardware, die neuen Spiele und so weiter. Das ist alles der Zeitpunkt, wo das stattfindet. Krass. Und das ist alles in L.A. Alles in Los Angeles, ja. Geil. Da ja, L.A. wäre nice. Ja. Kannst du ihn mal gleich anrufen und fragen? Ich ruf gleich an. Playground. Turn 10. Oh, hier ist es irgendwo, ne? Achso, ja genau. Jetzt musst du rumfahren und suchen. Das ist halt so eine... Wie soll ich das beschreiben? Es ist halt so eine Scheune, aber keine kleine, schon so eine größere irgendwie. Safe eins hier. So metallisch. Ja, stimmt, hier ist ja auch Eis, ne? Muss man mal gucken. Was ist das für ein Riesensee? Das sieht eigentlich aus wie, es müsste eigentlich, also ich weiß nicht, wo der ist, deswegen, aber fahr mal auf den See ein bisschen rum. Es könnte sein, dass das irgendwo ist. Da hinten ist die Scheune. Ja, die sieht irgendwie anders aus. Die ist so ein bisschen heller. Auch. Deswegen, das ist auch noch mal doppelt fies jetzt, weil ich glaube, im Schnee ist die auch noch mal fieser zu finden. So, und teilweise sind die dann halt auch richtig versteckt. Mhm. Ich glaube, mein erster Scheunenfund war auf einem großen Berg irgendwo. Ganz ich oben. Ich will es jetzt unbedingt finden. Aber einfach ist das echt nicht. Das ist, ja, es ist... du kriegst dann irgendwann, hast du halt im Internet super viele Anleitungen, wo was ist. Ne? Man will natürlich selber... Ein bisschen cheaten. Ja, ein bisschen cheaten so. Nein. Jetzt geht die Sonne geht gerade auf oder unter, ich weiß nicht, aber ist geil. Boah, das sieht jetzt geil aus mit dem Licht. Du kannst jetzt zum Beispiel, bleib mal stehen, drück mal das Steuerkreuz nach, ich glaube, oben, hier. So, warte. Und jetzt bist du in dem Fotomodus. Wenn du jetzt rumfährst, kannst du praktisch total schöne Screenshots erstellen, also je nachdem, wo du bist. Cool. Also, ne, weil viele machen das halt gerne, weil sie es halt dann gerne teilen mit der Community. Aha. Und das sieht dann teilweise richtig geil aus. Foto. So sieht es eigentlich geil aus. Ja. Und gerade wenn so die Sonne untergeht und... Was ist denn die Sonne hier? Ich glaube, die ist schon fast am Untergehen, ne? Ah, die ist von der Wolke wahrscheinlich. Da hinten rechts war sie, glaube ich. Ja. Ach da. So. Und dann, genau, und dann teilen sie es halt auf Social Media. Ist halt dann voll geil. Hast du richtig geile Bilder. So. Das sieht halt nicht so krass aus wahrscheinlich, aber Effekte-Modus, kannst du sagen. Du kannst ja selber noch sagen, ob es hinten unscharf sein soll, ob der Kontrast größer ist, ob die Sättigkeit, also wie weißt du, wenn du in der App halt bei
rumspielst, damit das Foto halt einfach geil aussieht. Krass. Wenn du oben RB drückst, glaube ich, dann kannst du auch, da gibt es unterschiedliche Filter, so schwarz-weiß und musst du mal gucken. Achso, nee, warte mal, mach mal nein. Genau. Und wenn du ganz oben, da siehst du, wenn du ganz nach oben gehst mit, jetzt weil du ja bei Kontrast bist, individuell, gehen wir weiter, genau. Da sind so vorgefertigte Filter. Geil. Die du dann halt implementieren kannst direkt. Das ist halt, ja. Mega fresh. Ja. Ich hab schon. Da kannst du Stunden mit verbringen, wenn du das geilste Foto hast. So. Ey, wie viel man hier machen kann, ist echt unfassbar. Ja. Und viele haben halt auch voll viel Spaß, dann mit dem Auto zu fahren, das sie halt auch in echt haben, ne? Weil du kannst ja theoretisch alles machen selbst. Also mein erstes Auto war ein Lancia. Kannst ja ein bisschen rumfahren und schauen, ob du es noch findest. Ey, wie schnell jetzt die Sonne untergegangen ist. Echt krass. Wenn es dunkel ist, dann ist es natürlich super schwierig, das zu finden. Da brennt es. Nee, das ist das Licht von dem Haus. Sonst schnell Feuerwehrwagen einsteigen und löschen. War nicht der Schuppen? Nee, ne? Nee, ich glaube, das ist ein Haus. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie das aussieht. Wenn du das erste Mal gesehen hast, denkst du, ah, okay, und die sehen halt dann immer so aus. Nee, das ist es auch nicht, das ist auch ein Haus. Und die sind normalerweise auch echt so gut versteckt, also nicht immer einfach zu finden. Was dann passiert ist, wenn du den gefunden hast, dann siehst du halt das Modell und dann ist das meistens aber total verrostet und verkrüppelt. Du kannst das dann nicht mehr. Nur ein Hügel. Scheiße. Mann. Wie soll man das denn finden? Ich weiß, es ist endlos. Ja, das ist halt die Herausforderung. Es ist halt kein kleines Areal und du musst es halt finden. Mhm. Und was teilweise auch hilft, ist, wenn du. Es gibt ja neben diesem Fotomodus gibt es auch so eine Drohne, die bleibt dann so in der Nähe von dir. Und wenn du oben irgendwo auf dem Hügel bist, dann hilft dir halt schon ein bisschen, das Areal ein bisschen zu überlegen. Hier alles kaputt. Sorry. Sorry, ich hoffe, ihr seid gesichert. Ich weiß es nicht mal. Ey, das ist safe hier auf dem See. Ja, das muss ja irgendwo da sein, oder? Dann so rechts so. Vielleicht. Ah. Oh. Krass. Das ist jetzt aber auch echt fies, weil es schon so dunkel ist. Ja, vielleicht da auf dem Hügel. Ja. Das ist durch den Wald, das ist halt super schwierig. Okay, wir finden es, glaube ich, nicht. Du kannst einmal noch mal da rausfahren, vielleicht ist es da echt da auf dem See und sonst vielleicht rechts. Nö. Schade. Ja, deswegen. Musst du deinen Turbus finden. Ja. Ja, aber das macht es halt auch so aus. Ne? Du willst halt dann natürlich alles finden, alle Schilder zerstören, alle Rennen fahren, da über die Schanzen springen, Blitzlicht machen. Genau, deswegen, ja. Ich glaube, das war es auch schon so richtig von unserer Tour. Ich will dich ja jetzt nicht stundenlang aufhalten, du musst ja noch auftreten. Kann ich noch ein bisschen bleiben? Ja, du kannst hier in dem Slip Turbos spielen. Echt nice, ich nehme es auf jeden Fall mit. Echt cool. Ich hoffe, dir hat es echt gefallen. Und ey, wirklich, das Spiel ist richtig, richtig cool. Macht richtig Spaß. Freut mich und auf jeden Fall, wenn die Leute dich auf der Tour sehen wollen, wo können sie das nachschauen? Kommt auf jeden Fall vorbei auf eventim.de, könnt ihr Tickets finden. Es sind schon ganz viele Städte ausverkauft, aber es gibt noch ein paar Städte, wo es noch Tickets gibt. Und heute fängt die Tour an, also noch einen Monat lang. Geil, ich wünsche dir ganz viel Energie, Dankeschön. Kraft und Danke vielen sehr. Dank, dass du da warst. Du musst auf jeden Fall auch vorbeikommen bei irgendeiner Stadt. Ja, in München bin ich da, wenn ich da heimat. Komme ich sehr gerne vorbei. Mega. Vielen Dank für die Einladung. Dann, Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, checkt die Tour aus und checkt auf jeden Fall auch Forza Horizon 4 aus. Wir freuen uns. Wir sehen uns auf jeden Fall online in Forza Horizon 4. Ciao. Yeah, ciao.